Es ist ja Zeit. Jetzt kannst du es unterschreiben. Ja. Gestern 17.40 Uhr, der Kölner Oberbürgermeister leistet die entscheidende Unterschrift. Das ist eine Machbarkeitsstudie, die in Auftrag gegeben werden soll, bei der wir die beiden Oberbürgermeister gemeinsam auf den Weg bringen. Eine Machbarkeitsstudie zur Fusionierung der Opern Köln und Bonn. In Köln werden Oper und Schauspielhaus in den nächsten Jahren saniert und modernisiert. Diese Zeit soll nach dem Willen der beiden Oberbürgermeister jetzt für Fusionsverhandlungen genutzt werden. Und danach soll an der Bonner Oper ein neues Schild angebracht werden. Als Teil der neuen gemeinsamen Rheinischen Oper Köln-Bonn. Wir sagen auch, die Qualität können wir auf keinen Fall für uns alleine halten. Das kriegen wir nur mit einer Oper von europäischer Strahlkraft hin, wenn wir uns zusammentun. Und am schönsten ist, wir sparen auch noch ein bisschen Geld dabei. Das bisschen sind 10 Millionen Euro. Die Vereinigte Oper soll damit helfen, die beiden hochverschuldeten Städte zu entlasten. Die Bonner Bürger sind über die Pläne gespaltener Meinung. Eine Fusion von zwei Opern kann ich mir nicht vorstellen. Ich finde, Bonn sollte eine eigene Oper behalten, weil Bonn kriegt mittlerweile alles genommen. Von der Rheinkultur angefangen, dann die Beethovenhalle wollen sie uns nehmen. Ich glaube, irgendwann sollte Bonn auch noch was haben, was Qualität birgt. Ich denke, da Köln und Bonn nicht allzu weit auseinander sind, ist es schon möglich, die zusammenzulegen. Auch wenn es sicherlich Kollisionen mit dem Programm gibt oder sowas, ja. Aber um Geld zu sparen, wir alle müssen sparen, ist es auch möglich, das zu machen. Klaus Weise, der Intendant der Bonner Bühnen, bereitet in der Halle Beul die nächste Premiere vor. Er glaubt, dass es keine gleichberechtigte Partnerschaft geben wird. Das wird ein Bespielort von Köln. Und wie der Flughafen Köln-Bonn auch nur offiziell Köln-Bonn heißt, jeder nennt ihn woanders Kölner Flughafen. Und so wird das auch sein. Das wird eine Dependance, das wird eine Filiale. Und da wird keine eigene Identität mehr vorhanden sein. Viele Bonner Inszenierungen der letzten Saison haben Theaterpreise gewonnen. Die Schauspieler und Sänger finden sich durch die Fusionspläne geradezu abgestraft. Es ist, als würde man uns den Boden unter den Füßen wegziehen. Ja? Wir machen fantastische Arbeit und das zu zerstören bzw. uns da den Boden wegzuziehen, das ist schon sehr, sehr bitter. Aber Schauspieler, Künstler, Sänger sind Kämpfer, Naturen und wir machen einfach weiter. Wir machen gutes Theater. Den vielen Kritikern soll die Machbarkeitsstudie den Wind aus den Segeln nehmen. Und die beiden Bürgermeister wollen, dass es danach schnell geht. Sie haben sich einen Termin gesetzt nach der Modernisierung in Köln. Die Eröffnung der Saison 2015-2016. Wir beide träumen diesen Traum, dass zu diesem Zeitpunkt wir eine klar verabredete Zusammenarbeit dann auch möglich machen können. Im Bonner Operngebäude am Rhein sollen auf jeden Fall auch nach 2015 noch Opern aufgeführt werden. Wer wie über das Programm der vielleicht dann fusionierten Oper bestimmt, das ist allerdings noch offen.